Manche sind schwer zu verstehen. Da muss man schon eine ganze Weile nachdenken. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ich finde es sehr umfangreich, sehr auf den Punkt gebracht. Sehr aufwühlend. Gibt einem sehr zu denken. Ja, man denkt jetzt auch, wie witzig, und dann sieht man eben, was da alles an Dimensionen hinter sind, was wir auch alles falsch machen, wie scheinheilig auch zum Teil unsere europäische Politik, Entwicklungspolitik, Einwanderungspolitik und so weiter ist. Die Kernbotschaft der Ausstellung ist aus meiner Sicht, sensibel zu machen für die vielfältigen Themen, auch Probleme, die es in Afrika gibt. Stichwort Bobtriebe, Stichwort Neokolonialismus, Stichwort auch Auszug der Intelligenz. Aber das Spektrum auch zu öffnen, Verständnis zu erwecken für diese Kulturen, Verständnis auch für diese Menschen und nachdenklich zu machen, wie es denn weitergeht im Verhältnis zwischen Afrika und Europa. Wenn man die Ausstellung sieht, denkt man, sind wir denn nur die Bösen? Wir sind nicht nur die Bösen. Das kann man so nicht sagen, aber wir sind welche, die gerade aus der Geschichte heraus Afrika schon auch ein bisschen bedrängt haben und es nicht immer nur gut mit den Menschen dort gemeint haben. Das ist natürlich etwas, was in Erinnerung bleibt und wo man aufpassen muss, dass wir in etwas veränderten Vorzeichen nicht wieder Ähnliches machen wie in früheren Jahrhunderten.